Ich grüße dich und willkommen zum Wettkampftagebuch Teil 2, mein Weg zur deutschen Meisterschaft. Ja, du siehst, ich bin ganz schön verschwitzt, war gerade in der heißen Wanne, habe davor mein letztes Entladetraining gemacht und habe auch alle Haare unterhalb des Kinns entfernt. Na, das bedeutet, genau, heute ist der erste Ladetag, heute ist Donnerstag, Samstag geht es zur deutschen Meisterschaft und da muss ich heute oder darf heute wieder anfangen, Kohlenhydrate zu laden. Die erste Mahlzeit wird heute bestehen aus Süßkartoffeln, ein bisschen Fleisch, einer halben Banane und grünem Spargel. Das Gewicht passt super. Habe heute früh 89 Kilo gewogen, nochmal 300 Gramm leichter als vor der Ostdeutschen. Also gewichtstechnisch passt das super. Und ich finde, dass die Form sogar noch ein Stück sich verbessert hat. Und dann gucken wir mal, was Samstag passiert. Ich nehme dich heute wieder mit. Werde so die ein oder andere Mahlzeit zumindest virtuell mit dir teilen. Physisch kann ich es nicht. Da brauche ich jetzt jedes Gramm. Ich freue mich jetzt auf den Tag und hoffe, dir wieder so ein paar Einblicke in die finale Phase einer Wettkampfdiät geben zu können. Die ersten Kohlenhydrate seit 4 Tagen haben mich wieder richtig gut schlafen lassen, habe einen richtig schönen erholsamen Mittagsschlaf gemacht. Und ja, der Rhythmus geht jetzt so weiter. Ich werde jetzt alle 2 Stunden essen. Jetzt gibt es eine Portion Reis mit Ananasfleisch, grünem Spargel und einer selbstgemachten Pflaumensoße. Eigentlich total einfach. Das sind Pflaumen vom letzten Jahr, die sind einfach püriert. Bringen noch ein paar mehr Kohlenhydrate, ein bisschen mehr Süße, weil der Plan ist, ein paar mehr Kohlenhydrate zu laden, sodass das Paket ein bisschen voller wird, was ich dann Samstag präsentieren kann. Aber halt auch nur so viel, dass die Form trotzdem noch hart ist. Es ist immer so ein bisschen eine Gratwanderung, aber wir probieren das aus, tasten uns daran und ich lasse mir jetzt meine 2. Lademahlzeit schmecken. Die zeige ich dir. Da ist er. Ja, sieht auf den Bildern vielleicht nicht so appetitlich aus. Aber ich kann dir sagen, nach 20 Wochen Wettkampfdiät und gerade nach der letzten Woche oder den letzten 1,5 Wochen ist das der Himmel auf Erden. Willkommen zum 2. Ladetag. Ja, der erste Ladetag gestern ging dahingehend zu Ende, dass ich einfach nichts mehr reinbekommen habe. Ich konnte einfach nicht mehr essen. Und war heute früh vom Gewicht sogar noch 100 Gramm leichter. Zum Vergleich von vor 2 Wochen, wo ich bei der Ostdeutschen Meisterschaft war. Dafür ist die Form noch mal ein Stück besser. Ja, und dann gucken wir mal, was morgen auf der Bühne in Iserlohn passiert. 13, 14 Uhr ist Abfahrt. Werde dort eine Nacht mit meinem Kumpel zusammen im Hotel schlafen, dass wir ganz entspannt dann morgen dort zum Einbiegen gehen können, ohne Stress. Na, weil Stress kann ich jetzt in der Phase absolut nicht gebrauchen. Und dann fahren wir lieber ein bisschen früher los, nehmen uns ein Hotelzimmer und dann passt das. Ich muss heute noch auf jeden Fall die ein oder andere Mahlzeit essen, dass die Muskulatur noch ein bisschen voller wird. Das merke ich, dass da noch was reingeht. Und der Trinkstopp ist jetzt schon um 13 Uhr. Weil ich den ersten Vergleich am Samstag so gegen 15 Uhr haben werde und ich immer so 26 bis 27 Stunden vorher den Trinkstopp machen muss, um für mich eine möglichst gute Form dort präsentieren zu können. Ich freue mich auf den Tag, freue mich auf das Wochenende mit dir und versuche dir wieder ganz, ganz viel zu zeigen, ganz, ganz viel hinter den Kulissen zu filmen und sei gespannt, bleib dran und wie gesagt, mal gucken, was das Wochenende für uns bringt. Und da sitze ich auch schon im Auto. Die Sachen sind alle verpackt. Bin die Packliste noch mal akribisch durchgegangen, dass auch nichts vergessen wird und wurde. Wir haben jetzt 5 Stunden Autofahrt vor uns und dann sehen wir uns gleich in Iserlohn. Willkommen in Iserlohn. Ich bin jetzt hier bei der Anmeldung. Ist jetzt noch der Einzige, noch keiner weiter da, aber das wird gleich losgehen und dann gucken wir mal, was das Gewicht sagt. Gewicht ist nochmal über Nacht ordentlich gefallen und ich hoffe, dass ich in die Classic Bodybuilding Klasse der World Fitness Federation komme.
Wir haben nämlich eine Gewichtsbeschränkung von Körpergröße minus 100 plus 6 Kilo Toleranz. Ne? Also ich bin 1,82 groß, darf demnach 88 Kilo haben, sollte beim Einwiegen passen. Wäre natürlich super, weil ich dann mit in der Klasse der oder beziehungsweise mit einer der schwersten wäre. Ich halte dich auf dem Laufenden. So, guck mal, so sieht der Saal aus. Noch vor der Veranstaltung bekommt ihr mal einen Blick hinter die Kulissen. Und wie immer von der World Fitness Federation ist das 1A vorbereitet. Der zweite Platz geht an die Startnummer 56, Vlastil Laski. Und German Open-Sieger 2023, Startnummer 55, Felix Schröder. Felix, ich würde mich freuen, wenn du im deutschen Nationalteam in Serbien dabei wärst. Vizetitel, Startnummer 34, Christopher Raab. Und somit Sieger in der Bermuda-Klasse, Startnummer 40, Felix Schröder.